Zeit, meine Damen und Herren. Unsere neue Folge von Verliebt in Geld, unsere Impro-Novela, steht ganz kurz vor dieser Tür. Ganz Deutschland hat gebannt und gezittert. Welche Schicksalsschläge wird die von Hagen nun diese Woche erwarten? Also hier wird gleich das Wohnzimmer derer von Hagens stehen. Und ihr zieht euch jetzt bitte schnell um, damit wir ganz, ganz schnell in unsere Impro-Novela einsteigen können. Ich möchte noch mal erinnern, unsere Darsteller können wie immer alles benutzen, was sich hier im Set von Verliebt in Geld befindet. Und auch unser Publikum war nicht faul und hat vor der Sendung einige schöne Sätze aufgeschrieben für unsere Comedians. Die befinden sich in einer Schüssel in diesem Set, einige von diesen Sätzen. Und unsere Comedians können sich einfach, wenn sie mal nicht weiter wissen oder Lust drauf haben, einen solchen Satz herausziehen und ihn in ihr feines Spiel einbauen. Ganz genau. Und wie immer passieren allerlei Dinge, die sie nicht erwartet haben. Wie gesagt, die Comedians haben nur einen kleinen Schimmer von dem, was passiert. Denn es gibt natürlich auch einen Überraschungsgast und wer weiß, was sonst noch alles kommt. Also, freuen Sie sich auf die zweite Folge von Verliebt in Geld. Hier ist sie, unsere Impro-Novela. Viel Spaß! Ich seh in dein Herz. Alter, ich sehe heute wieder so gut aus, dass es wehtut. Das ist Wahnsinn. Dir wird gleich noch was anderes wehtun. Papa? Sag mal, ist irgendwas mit der Urne? Leckt die oder was? Nein. Wer sind Sie überhaupt? Er wollte für dich seine Hand ins Feuer legen. Sag mal, der Mann ist gerade mal eine Woche tot. Das kann doch nicht wahr sein. Und wer hat hier aufgeräumt? Ich vertrete meine Schwester Georgina. Und aufräumen werde ich auch in deinem Leben. Wieso? Was habe ich denn gemacht? Ich komme gerade vom Friseur. Das sieht man doch wohl. Ich weiß überhaupt nicht, was du von mir willst. Du hattest eine Affäre mit meiner Schwester. Welche Schwester? Georgina ist eine Frau, hör doch auf! Hör auf! Du spinnst doch wohl! Georgina ist eine Frau! Stopp, mein Schwein pfeift! Ey! Wie alt hat mehr Haare an Beinen als ich auf dem Kopf? So, ich kann dich auch ganz schnell zur Frau machen, wenn du willst. Wo ist die denn überhaupt, deine polnische Schwester? Die sollte hier doch aufräumen! Ich muss sie vertreten, sie ist in der Heimat. In der Heimat in Polen? In der Heimat, und da wirst du auch sein, denn du wirst sie heiraten. Denk doch im Traum nicht dran, diese Transe zu heiraten. Das kannst du selber machen. Bengt! Ja? Erkennst du mich nicht mehr? Nee, ehrlich gesagt nicht. Ich bin's doch, deine Tante Melanie. Melanie? Ja. Die mit dem Nagelstudio in Wuppertal? Richtig. Ach, du Scheiße. Richtig. Hör mal, Du, die Beerdigung von Papa war letzte Woche. Du kommst ein bisschen spät. Ich weiß, deswegen bin ich hier. Ich bin zu Hause rausgeflogen. Da ist doch jetzt ein Zimmer frei. Kann ich da vielleicht rein? Du, das kann ich nicht entscheiden. Mama ist in der Klapse. Papa ist tot seit einer Woche. Ich bin dann alleine hier. Ist ja das Doppelbett, kann ich doch dann. Ich setz mich erstmal. Ja, aber Melanie, das kann ich so nicht entscheiden. Also, da kann ja jeder kommen und sich hier durchschnorren. Hör mal, Bengt, wie lange bleibt die Mama denn im Krankenhaus? Weiß doch, wie sie ist. Die war doch schon leicht bematscht, als sie auf die Welt kam. Die ist total durchgedreht. Richtig. Letzte vielleicht Woche wir da durchgedreht drehen. Hier. Und dann haben wir sie halt in die Klapse gebracht. Da kann, wenn ich kann doch so lange da nicht. Ich weiß nicht, warum du uns jetzt plötzlich auf der Tasche liegen willst. Das ist doch. Wir sind ein Fleisch und Blut, ne? Wir sind ein Fleisch und Blut. Das darfst du nicht vergessen. Wir sind die gleiche Abstammung. Wir haben letzte Woche erfahren, dass unser Vater quasi mit allem geschlafen hat, was sich bewegt. Ich könnte von wer weiß wem abstammen. Wer weiß, ob wir verwandt sind. Was soll das denn heißen? Ja, Papa hatte was mit der Nachbarin, mit so einem Typen namens Jürgen, glaube ich. Der hat quasi mit allen was gehabt. Was und ist noch? Das? Und du hattest was mit deiner Putzfrau. Meine Schwester, dann wirst du mit mir nach Polen kommen und sie heiraten. Entschuldigung, das war eine reine Sexgeschichte, weil mal an einem Abend nichts im Fernsehen war. Das kann doch passieren. Entschuldige bitte. Ich habe mit deinem Vater auf jeden Fall nur zweimal. Also was? Gottes Willen, was ist denn heute hier los? Das ist ja schlimmer als... Hallo? Da.
Wollen Sie auch hier übernachten, oder was? Schönen guten Tag. Kemper ist mein Name. Da macht ja nichts. Ich bin Anwalt. Dann hat er Geld. Und zwar der Anwalt von Ihrem verstorbenen Herrn Papa. Ja, der ist andersrum, wie man sieht. Unter anderem. Darf ich mich setzen? Ja, bitte, von mir aus. Aber das mit dem Testament ist ja quasi geklärt. Meine Fresse, das gibt's doch wohl gar nicht. Dankeschön. Wodka Martini, bitte. Nicht so viel von dem Martini. Ich habe Neuigkeiten für Sie. Wenn ich denn die Tasche aufkriege. Ha, hören Sie mal, ich komme mal rüber. So, ich habe die Unterlagen vergessen. Es ist allerdings so, dass Ihr Testament ungültig ist. Wie, jetzt werden zwei Testamente? Die können doch nicht beide ungültig sein. Doch, sie sind leider beide ungültig. Wie, und wem hat Papa jetzt das ganze Gesumse vererbt? Die Laminatfabrik? Das reicht. Das Lipizzaner-Gestüt? Das für mich. Die Bordelle in Osnabrück, wer erbt das alles? Sie jedenfalls nicht. Na, da interessiert mich der Rest gar jetzt nicht mehr. Jetzt kommen wir zur Sache. Wer sind Sie, wenn ich fragen darf? Melanie. Melanie, aha. Die Schwester von der Frau des Verstorbenen. Ihre Schnaps, gnädige Melanie. Das ist aber viel, danke schön. Sehr großzügig, Butler. Butler. Ich habe ein Nagelstudio in Wuppertal. Ich bin aber auch so richtig minimaladlig jetzt. Das ist interessant. Nägel. Fuß, Hand zum, und... zum Wohl. Prost. Auch mit Straß. Aha, aha. Mhm. Und Familie? Ehemann? Nein. Sie denn? Also ich meine... Jetzt Frau. Nein, nicht mehr. Nicht also hier, der Olle, der hat ja mit allem, was nicht bei drei auf den Bäumen war. Ne? Habe ich gehört. Nee, nicht der Dicke, der... Oh, jetzt habe ich ihn auf den Füßen! Naja, wenigstens ein Mann, der ihn zu Füßen legt. Da sind sie ja endlich. Ich der hat hier den einen ausgeschüttet. Den Rest von Papa? Ja. Sieht aber ein bisschen aus wie Katzenstreu. Jetzt ist Papa ante Portas. So, wo waren wir? Wir waren dabei, dass wir beide Singles sind, ne? Genau. Melanie, bist du da drin? Melanie, bitte! Melanie, bist du hier? Gehe ich zu meiner alten Familie. Was willst du hier? Die Kinder sind hungrig. Wir essen schon seit zwei Tagen aus derselben Dose Ravioli. Ja, dann gibst du weg. Ich bin Single. Sind Sie mit ihm? Du bist Single? Schluss. Was soll die kleine Sherilyn Raffaela und der Marco Mario Jakobsen denn sagen? Soll ich sagen, die Melanie, eure Mutter, die kommt nicht mehr zurück? Die bleibt bei ihrer Schwester in der Familie. Ist das Silber eigentlich? Schön. Ist alles echt, ja? Wann kommst du wieder? Ich kann nicht mehr. Ich weiß ja nicht mehr, was ich sagen soll. Ich weiß überhaupt nicht, was ich sagen soll. Ich bin schwanger von E.T. Ja, das sieht man. Man kommt es nicht. Setz dich mal zu mir. Ja, irgendwas will nach Hause telefonieren, aber ich weiß nicht, ob es nach Hause ist. Ich habe Probleme, mich zu setzen. Es ist dieses... Entschuldigung, ich muss das alles konfiszieren. Herr Kemper, was ist denn hier das los? Das geht nicht, das ist echtes Silber, das können Sie sich alles gar nicht leisten. Die Sachen wollte ich bei eBay verkloppen und hören Sie mal, bevor Sie da irgendwo hinbringen, das gehört dann erst auch mal meiner Schwester, also richtig, meiner ich Frau. Bin ihr von der Schwester, die Schwester. Ne? Setz dich mal. Ich setz mich. Wir müssen sprechen. Worüber? Ich stehe auf, komm. Okay, ist besser. Ich kann nicht gut sitzen, Liedchen. Es ist so. Hast du mich noch lieb? Nur untenrum, sagen wir mal so. Ne? Also du hast mich noch untenrum lieb. Es ist jetzt zwischen uns. Also da würde ich dann sagen, ich liebe alle Männer. Oh, scheiße, krieg ich blöde Zettel. Ja, weißt du. Ist jetzt so. Ich bin jetzt hier bei meiner adeligen Familie. Der Alte ist tot, die Alte ist bekloppt geworden. Ich muss jetzt hier ein bisschen Verantwortung übernehmen. Und da kann ich so einen Pack für euch nicht mehr gebrauchen. Ne? Und mit euch der kleinen Sherilyn Raffaela und dem Marco Mario Jakobson. Tschüss. Die Mutter ist fort oder so jetzt. Melanie,
Das hätte ich nie gedacht. Wir sind jetzt schon mindestens... Zwei Wochen, sag ich. Zwei Wochen sind wir schon zusammen und jetzt so. Dann sag ich nur noch zu dir, ich will unseren Teich entsaften und gehe. Es tut mir leid. Ich hab so ein Stechen in der Brust und mein Arm wird ganz taub. Herzinfarkt. Das ist ein Herzinfarkt, das ist ganz normal hier in der Familie. Setzen Sie sich doch mal hin. Tabletten? Es geht ja gleich kaputt, wenn wir uns nicht bemühen. Welche Tabletten? Sag doch mal ruhig, welche Tabletten? Wo sind die? In der Tasche, ach so. Ja, was ist denn da noch alles? Kann ich mal die Tasche haben? Ist das Ihr Herzmittel, Herr Dr. Kämpfer? Ach so, verstehe. Ja, die Krankheit kenne ich. Ganz, so. Ganz perverser Mensch. Da sprechen Mediziner auch vom Udo-Lattek-Syndrom, Herr Kämpfer. Was war das denn? Erwarten wir noch Besuch? Es geht besser. Was es ist geht das besser. Eigentlich für ein Scheißdach? Ständig kommen irgendwelche Nieten und geben sich hier die Klinke in die Hand. Was denn? Hoppla, ich schick dich schon noch nach Polen. Und irgendwann wirst du... Und wir... Noch einer. So, jetzt, was... Ja, warte. In einem Ford Capri, dieser kleine Automatenaufsteller, den du mal geheiratet hast. Der hupt so lange, bis du mit ihm wieder nach Wuppertal fährst. Ich will dir mal eben Bescheid pfeifen. Nehmen Sie das, nicht, das wird. Der sonst Zeit. Geh doch auch mit nach Wuppertal. Dass du siehst, nee, das hier ist ja gar nicht nötig. Komm Chaos gleich wieder. Familie. Mach dir keine Sorgen, ich bin gleich wieder da. Das hatte ich befürchtet. Scheiß Vogel. Jetzt fliegt der Dicke auf der Erde. Was ist denn hier los? Herr von Hagen? Herr Kemper. Ich muss ernst werden. Die Sachlage ist folgende. Sie und Ihre Familie sind pleite. Ich mach dich fertig.